Was ist hier passiert? Frage ich mich. Mhm. Da war also Klamotten hier am drin liegen. Alte Jeans. Gammelige, ranzige Jeans. Und hier fehlen auch schon wieder die ganzen Videorekorder fehlen. Warum? Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Guck mal. Oh, Mieze. Weißt du, alle Videorekorder fehlen, aber die... Alter, eine katholische Dreiviertelschwenker-Unterhose. Guck mal, da unten liegt auch wieder was. Was ist das denn hier? Lass dir Zeit. Ich bin froh, dass es in guten Händen ist, Rick. Walter Witham. Mhm. Grasshelm. Liebe Jan. Ach, Süße. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Bob und ich hatten auch unsere schwierigen Zeiten. Das gehört schon fast dazu. Man gewöhnt sich aneinander. Jeder lebt sein eigenes Leben im gemeinsamen Haus. Die Kinder werden erwachsen, sie ziehen aus. Tut mir leid. Das hilft dir nicht sehr, was? Keine Sorge. Was auch immer Terry zu schaffen macht, er wird dir darüber hinwegkommen und alles wird wieder normal werden. Und dass Sam so abweisend ist? So sind Teenager nun mal. Kein Grund zur Sorge. Anderes Thema. Dieser kontrollierte Waldbrand, das klingt nach einem richtigen Abenteuer. Aber um gleich zum Wichtigsten zu kommen, dieser neue Ranger, über den möchte ich was hören. Ranger Rick, im Ernst? Das ist einfach zu perfekt. Du musst mir ein Bild schicken und du musst mir alles von ihm erzählen. Die ganze nackte Wahrheit. Halt, das klang jetzt falsch. Halt die Ohren steif, bis Terry aus seiner Krise raus ist. Und in der Zwischenzeit schreib mehr Briefe an deine alte Freundin Carol. Sie kann gar nicht genug bekommen. Lieben Gruß, Carol. Aha, Ranger Rick also. Und wir wissen ja, unsere Mutter ist ja diese Brandschutzbeauftragte da. Und ja, hoffen wir mal nicht, dass im Wald was passiert ist. Alter, was für ein komisches Gesicht die Mutter hat. Wollte ich gar nicht. Nicht, dass da im Wald was passiert ist mit dem Brand, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Schon wieder ein Klo. Wie viele Badezimmer haben die denn hier, bitte? Aha, das gute Quickfix wieder da oben. Handtücher, Handtücher, eine Badewanne. Was haben wir hier? Eine gute Klolektüre? After the Honeymoon. Aha. Nach den Flitterwochen. Der Partner wieder entdecken. Charakterlich, geistig, sexuell. Also lief es wohl nicht sehr berauschend in der Beziehung von unserer Familie. So wie sich das jetzt rausstellte. Und der Ranger Rick war wohl unsere Mutter so ein bisschen hinterher. Naja. Techniken für Aquamalerei. Okay. Tja. Die Frage ist, was ist hier passiert? Und auch, dass die ganzen Videorekorder fehlen. Was haben wir denn hier? All the... Was steht da? President's Man? Butch Cassidy the... Soundtrack Live. Okay. Ist alles sehr, 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 sehr strange. Schon mal anmerken. Was ist denn? Was ist das, eine Weihnachtsdekoration? Das ist das Haus. So, Katie, Mom und Dad wollten dir eigentlich für den Sommer des Gästezimmers herrichten, aber du bist so kurzfristig nach Hause gekommen und sie waren nicht hier, um es noch zu tun. War das jetzt ein Gewitter oder was war das? Du kannst mein Zimmer benutzen, wenn du willst. Ich werde es nicht mehr brauchen, Sam.
Da gehen wir gleich hin. Ah, das ist Gästezimmer hier. Ah, Kate. Mist. Okay. Hey Sam, du hast doch mal gefragt, was mein Junior-Offiziers-Orden bedeuten. Hier ein kleiner Leitfaden. Orientierungslauf. Das heißt, die Army denkt, ich finde mich zurecht. Schützenteam. Die Army hat mich als knallharten Killer identifiziert. Abenteuertraining. Die Army bestätigt mir, dass ich geborene Abenteurerin bin und mich nichts aufhalten kann. Wenn du mich also bisher nicht für cool gehalten hast, wirst du es jetzt ganz sicher tun. Leonie D. Skizzenbuch von Samantha Grainbier. Geisterjäger-Tagebuch. Sichtungsprotokoll. 31. August 1994, 1:19 Uhr. Ein langer Schatten im Flur, in der oberen Etage. Als ich um die Ecke gebogen bin, war niemand da. Wie groß war Onkel Oskar? Anmerkung. Ich hatte meine Brille nicht auf. 3. September 1994, 0:44 Uhr. Eine leise Stimme kam unten von der Treppe. Ich habe Hallo gesagt. Hab keine Untersuchung angestellt. War wahrscheinlich der Ofen. 9. September 1994, 16:11 Uhr. Milch aus dem Kühlschrank geholt. Sie war sauer. Bin ziemlich sicher, dass Geister Milch sauer werden lassen können. Die Milch wurde erst gestern gekauft. Außerdem Geistermilch. 9. Oktober 1994, 23:24 Uhr. Leonie sagt, sie fühlt plötzlich eine Präsenz im Fernsehzimmer. Mir wird plötzlich kalt. Wir bauen eine schützende Kissenburg. 22. Oktober 1994, 23 Uhr bis 0 Uhr. Leonie und ich nutzen ein Ouija-Brett zur Kommunikation. Verstörende Nachrichten empfangen von der anderen Seite. Oskar, definitiv hier. 28. Oktober 1994, 22 Uhr. Und 29. Oktober, 4 Uhr. Leonie. Verpflichtet, die ganze Nacht wach zu bleiben. Die Räumlichkeiten zu patrouillieren und alle Anzeichen außer weltlicher Präsenz zu notieren. Leonie berichtet viele Sichtungen, aber alle bleiben unbestätigt. Mögliche Ektoplasma auf dem Dachboden hat eine Ursache, wahrscheinlich in undichtem Dach. Trotzdem eine Probe genommen. Trotz unserer größten Anstrengungen sind wir beide gegen 4 Uhr eingeschlafen. Im Großen und Ganzen eine erfolgreiche Nacht. Also waren die beiden Geisterjäger in dem Haus hier. Das klingt toll. Das klingt super. Das macht mir schon ein bisschen Mut, muss ich sagen. Ah, noch eine Kassette. Heaven's Beastie, nothing can stop me. When the kids in America, oh. When the kids in America. Entschuldigung. Ah, hier ist ein... Das ist das Haus. So, warte mal. Alter. Yeah. So. Leistungsbewertung. Name Richard Peter March. Vorgesetzter Janie. Oh nein. Es geht schon wieder das dämliche Schrift weg. Das ist aber echt ein komischer Bug, ne? Bin am Bodensee im Urlaub trotzdem bei euch. Ja, HSV-Fan, liebe Grüße und willkommen zum Live-Let's Play von Gun Home. Schönen Urlaub wünsche ich dir. Das ist aber super, dass du schöne Grüße bestellst vom Bodensee. Schöne Grüße zum Bodensee zurück. Halloween Show, The Misfits. Die sind klasse. Vergiss dein Kostüm nicht.
Stygian Lounge, 29.10., 21 Uhr, 306W Franklin, Innenstadt. Bis dann. Sometimes you just have to lie to mom and dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to mom and dad's situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Captain Allegra und der erste Offizier. Dein Kostüm, mein Kostüm. Ah, okay. Huch. Eine Nähmaschine. Interessant. Mehr können wir auch hier nicht machen. Sonst ist hier Waldbrand. Er rettet sie vor den tobenden Flammen. Und dann wurde es richtig heiß. Ah, guck mal hier für die Ladies. Nackter Mann da unten rechts, guck mal. Für die Ladies. So. Ansonsten war hier auch nichts dran, außer hier die Bücher. Ne? Was haben wir hier? Kassettenhülle, Heavens to Wüsti. Ah, da sind schon wieder. Ah, Moment, guck mal. 2, 3. Warte mal, 2, 3, 6, 8, 9. Das sind 5. 2, 3, 6, 8, 9. Das könnte vielleicht sein. 2, 3, 6, 8, 9. Könnte das die Kombination sein? Die waren rot markiert. Wo waren das jetzt? Hier, ne? 2, 3, 6, 8, 9. Ich probiere das mal aus. Warte mal. Ne. 2, 3, 6, 8. Ne. Mal gucken. Ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt die Zahlenkombination für den Spind. Weil die Zahlen so markiert waren. Mal eben schauen. Na. For Sam. Don't look here. Okay. Wieso, was steht denn da? Ich kann das anders gar nicht drehen, ne? Wow, hallo. Calculated, okay. Da steht auch irgendwas drin, aber das kann ich gar nicht lesen. Hm, 2, 3, 6, 8, 9 ist es schon mal nicht. Wir brauchen nur 4 Zahlen, brauchen wir quasi. Na, gucken wir mal weiter. Tagebuch nehmen. Die gesunde Entscheidung. Wissen für ein gesundes Leben. Mein Gott, ich drücke mal Kreis immer noch. Langsam müsste es aber mal raus haben. So. Where the kids in America. Ist voll eine Weihnachtsbeleuchtung hier, ne? Ja, ist verschlossen, ist klar. Ist das hier? Sams Dunkelkammer. Wenn rote Lichter an sind, Zutritt verboten. Ja, schön. Das heißt also, wir müssen erstmal rausfinden, wie wir... Stand auf der Kassette noch irgendwas drauf? Nee, ne? Heavens... Beastly, nothing can stop me. Ja, ich glaube, dreimal die 5, glaube ich, oder viermal die 5 ist es, glaube ich, nicht. Wir schauen nochmal. Okay, da haben wir soweit jetzt alles eigentlich abgesucht.
Also wir haben jetzt alle Räume, glaube ich, kennengelernt. Ich glaube, mehr gab es da auch nicht. Ja gut, außer der Dachboden. Ich glaube, 4x5 ist es, glaube ich, nicht, ne, oder? Nee. Das wäre auch zu einfach. Dann müssen wir mal schauen, wo wir da eine 1995 vielleicht. Ich glaube zwar nicht dran. Ich probiere es mal. Nee. Puh. Da steht auch nichts drauf. Da war die andere Kassette, ne? Genau. Okay. Wo ist das denn? Komische Geräusche hier. Wahrscheinlich der Nachbar von nebenan. Der hat wieder Damenbesuch. Tja. Es gibt so viele Zahlen, so viele Möglichkeiten. So, da haben wir auf jeden Fall... Aha, Foyer. Keller da oben ist also links oben ist schon mal... Da ist der Dachboden. Sams Zimmer. Hey, das ist ein super Tipp. Hatte ich das wirklich? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Danke für den Tipp, Lexchen, und willkommen zur Let's Play Live, schon zum Live-Let's Play von Gun Home. Habe ich echt 4 schwarze Zahlen gehabt und 5 rote? Ist das so? War ich ja gar nicht schon mal so verkehrt mit meiner Theorie, dass es wo war denn das jetzt hier? Na, hier, glaube ich, oder? Ja. Ja, nach dem schweren Start von Gun Home jetzt hier heute in der Let's Play Live Show läuft es ja jetzt einigermaßen. Ich hoffe, dass das bleibt so. Bis gleich dann. 1, 4, 5 und... 1, 4, 5 und 7. 1, 4, 5, 7. Na, dann schauen wir mal. Warte mal, ich nehme das mal mit. So. La, 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 la. Kann ich das dann, wenn ich das so halte? Weil ich dachte, ich kann das vielleicht da drin lesen. 1, 4, 5, 7. Ja, supi. Rennen kann ich nicht, ne, ne. Legen wir mal aufs Bett hier. So. 1, 4, 5 und 7. Nee. Ist nicht richtig. Oder vielleicht... Vielleicht andersrum. Vielleicht 7, 5, 4, 1. Was war das gerade? Auch nicht. War gerade schon wieder so ein atmendes Geräusch neben mir. Oder ist es 1, 4, 7 und 8? 1, 4, 7, 8 vielleicht? Weil wenn ich jetzt die roten... Wenn ich jetzt einfach nur die roten Schriften nehme... Das ist auch eine Nachricht. Nothing calculate X body... Wenn ich jetzt zum Beispiel die roten Schriften nehme, dann ist es doch 1, 4... Alter, diese... Dass die Schrift da jetzt steht, ne, ist ein bisschen... Dann wäre es doch jetzt 1... Dann wäre es doch 1, 4... 7 und 8, oder? Eins, vier, sieben, acht.
Ich probier's mal. Huch. 1, 4, 7 und 8. Nee, auch nicht. Hallo? Na, wisst ihr mal, das gibt's doch gar nicht. Nothing can stop me. Dude, stay away. Calculate. Waitress hell. Mein Gott, bleib doch jetzt einfach mal so. Hallo? Mein Gott. Das gibt's doch nicht. Alter, es ist doch nicht wahr. Nein! Das ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch... Ich wüsste aber sonst keine Möglichkeit irgendwie... Ja, ist doch gut. Jetzt bleibt mal locker. Und jede zweite Zahl, also weiß ich nicht, 1, 3, 5, 7 wäre auch Quatsch. Ich komme nicht drauf, ich weiß nicht. Ich lese das mal hier hin. Vielleicht finden wir ja im Haus noch einen anderen Hinweis. Sonne, Mond und Sterne. Tja, müssen wir mal gucken. Sieht mir auch sehr verdächtig aus hier. 2369, meinst du? 2369? Nein. Nun gut. Ja, ich würde sagen, wie es hier weitergeht, seht ihr auf YouTube in einer weiteren Folge. Und ja, dann schauen wir uns da mal an, ja, wie wir den Safe öffnen können. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Also, bis denn. Ciao.